Bitte sofort zur Bowlingbahn. Es sind noch Bahnen frei. Meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt. Es sind noch Bahnen frei. Aktuell weiß ich nicht mehr wirklich weiter, aber wir gucken nochmal, dass wir mit Rott, mit dem haben wir, glaube ich, noch nicht alles gequatscht, was zu quatschen war. Also was genau machst du hier? Naja, ich kann Ballontiere machen. Oh, cool. Sag mal, willst du nicht eins? Ja, ja, unbedingt. Eigentlich nicht. Ich schon, ich will eins. Das nehme ich mal als Ja. So ist richtig. Und schon geht's los. Okay. Schau mal, Bubu, der Uhu. Aber das sieht dem doch gar nicht ähnlich. Naja, für mich schon. Naja, du kannst es behalten, okay? Also ich weiß nicht, ne? Bei Grim Fandango, das waren nur andere Ballontiere, ne? Aber wir reden nochmal mit dem. Ich will eins haben, Larry, nimm eins mit. Verzeihung. Und? Bereit für das nächste? Klar. Schau mal, ein Weißkopfadler. Aber es sieht nicht so aus. Ich finde schon. Naja, du kannst es behalten, okay? Ich will einen Weißkopfadler sofort. Pardon, ich bin an meinem Mikro. Ich will sofort einen Weißkopf. Hey, dich kenne ich doch. Haben wir uns schon mal getroffen? Ja, ja. Klar, du bist doch der Typ aus der Bar in Larry 1. Ja. Bin ich nicht. Wohl. Doch. Und du warst doch der verrückte Friseur im Flugzeug in Larry 2. Ja. War ich nicht. Doch. Und du warst auch Häuptling Kenny Wawa auf Non Tonight Island in Larry 3. Mhm. War ich nicht. Und du hast alle Disketten von Larry 4 versteckt. Hab ich nicht. Doch. Und in Larry 5 warst du der Penner auf dem Bürgersteig. War ich nicht. Doch, bestimmt. Und in Larry 6 warst du im Pool und hast auf dieser aufblasbaren Muschi rumgeplanscht. Wie war das? Nö, war ich nicht. Wie war das? Wie wär's mit noch einem Ballontier? Ja, ja, klar, wenn du meinst. Mhm. Will ich. Ja, ja, ja. Schau mal, ein angreifender Vogel. Schau mal, ein Hoppelhäschen. Schau mal. Sie kämpfen. Schau mal, sie kämpfen. Ah, ich will noch eins. Ich habe gerade rausgefunden, warum du hier bist. Ach, wirklich? Ja, du bist nur hier, um die häufige Erwähnung von Sexualorganen etwas auszugleichen. Also wirklich, Larry, das ist so offensichtlich, so billig. Hello würde niemals zu solchen Tricks greifen. Nein. Das glaubst du. Sonst noch was? Verzeihung. Und? Bereit für das nächste? Klar. Was gibt's denn diesmal? Wieder ein Weißkopfadler? Ich will einen Weißkopfadler. Sofort will ich einen Weißkopfadler. Schau mal, ein angreifender Vogel. Aber das sieht dem doch gar nicht ähnlich. Für mich schon. Naja, für mich schon. Naja. Okay, ich glaube, mit dem Bengel können wir nicht wirklich was machen. Warte mal, ich habe was Neues gelernt. Okay. Nicht schon wieder. Schau mal, ein angreifender Vogel. Aber das sieht dem doch gar nicht ähnlich. Und das hatten wir gerade auch schon. Naja, für mich schon. Jetzt ist aber gut hier, Kollege. Das waren genug Ballons. Oh, guck dir nur das ganze coole Zeug hier hinten an. Okay, ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen. Naja, dann eben nicht. Wie nicht? Ich... Teilnehmer am Blackjack-Wettbewerb, bitte sofort im Casino melden. Es sind noch Tische frei. Das ist der Startumgang. Das ist, jetzt bin ich ehrlich, ich weiß noch nicht, das ist... Aha. Mit der Bowlingmeisterschaft. Auch mit dem Hufeisen weiß ich auch noch nicht genau, wie das regeln sollen. Das heißt, ich weiß das schon, aber ich weiß noch nicht, ob wir alles haben. Und wir gehen mal hier hin. Gar nicht. Moment. Was haben wir im Inventar? Ganz kurz mal gucken.
Das ist, was ist, das ist das denn? Ach, das ist das Trangiermesser. Wir gehen nochmal zu X-Witz. Vielleicht hat der noch irgendwas zu verkaufen. Denn aktuell bin ich ein bisschen ratlos, sagen wir es mal so. Es gibt noch eine Sache, die wir noch machen können und müssen. Da kommen wir aber noch dazu. Erstmal jetzt gucken, ob wir irgendwie... Captain Pfeil? Okay. So, wir gehen nochmal öffnen. 90, 60, 90. Das kannst du aber offen lassen, Alter. Wumdi-wamdi, flippdi-wuppdi. Das war so klar, liebe Leute, das war so klar. Das ist immer so, wenn es sich treffen soll, trifft sich auch. So, pass mal auf. X-Witz, pass mal auf. Eda, X-Witz. X-Witz. Du schon wieder, ja. Herr Lafferhose. Hast du gerade Fotografien, genau. Weißt du zufällig, wo ich ein paar Fotos bekommen könnte? Du weißt schon, die gute Sorte. der Herr Lachbläser wollen kaufen ein paar schweinische Bilder. Aber nein, ich interessiere mich nicht für Pornografie. Ich bin Künstler. Ich auch. Oh ja, Künstler. Ich auch Künstler. Und das hier ist ein sehr ungewöhnlicher. Ach wirklich? Wie das? Nun, es sind Bilder von dir. Was? Hier? Und gar nicht mal wenig, wie es aussieht. Das... Vielleicht bei Vicky, das könnte sein. Hey, woher hast du denn solche Bilder von mir? Oh, das ist kein Problem. Schneller Film, sehr schneller Film. Das scheint ein schneller Finger zu sein. Nun, ich schätze, ich sollte wohl ein paar Bilder von dir kaufen. Kann ich's auf mein Zimmer schreiben lassen? Na, von mir ist nicht okay so. Von mir ist es nicht okay so. Okay. Wir fragen ihn mal nach Peggy. X-Witz, kennst du Fräulein Peggy, die Hilfe an Deck? Ach, da steht da oben. Oh, aber klar, ich kenne Peggy. Sehr gut sogar. Sie kennen seit sie nur Peg. Sehr gute Kunden. Kauft viele Bilder. Frag sie ruhig. Los, frag sie. Sie sagen, ich ganz toll. Okay, wir fragen sie natürlich, ne? Was haben wir hier? Konga haben wir schon gesehen. Hey, du lassen, verziehen. Mit mir reden, hä? Hallo, hier sei ich. Tschüss. Tschüss denn, X-Witz. X-Witz. Na tschüss, Klugscheißer. Na pass mal auf, der Klugscheißer wird gleich mal... Das haben wir eigentlich alles... Nachrichten. An der Nachrichtentafel der Angestellten hängen mehrere Notizen zusammen mit einigen Fotografien von Spielern, die im Casino Hausverbot haben. Okay, das haben wir alles schon... Die weiße Zone ist nur zum B- und Entladen. Du hast keine Bälle. Hey! Ich spreche doch nicht. Ach so. Benutzen. Gezinkte Würfel, ja. Also aktuell bin ich ehrlich, ich bin ein bisschen ratlos. Aber wir müssen ja nochmal... Wir müssen ja nochmal gegen, wie soll ich sagen... Demi Moore antreten, ne? Denn da haben wir ja letztes Mal abgekackt oder als wir das letzte Mal probiert haben. Und das werden wir diesmal ein bisschen anders angehen, liebe Leute. Wir müssen uns jetzt natürlich erstmal wieder Geld holen. So, pass mal auf, hier spielen. Hier ist meine TLP-Punktekarte. Jack. Schreib einfach den Wert von ein paar hundert Chips auf mein Zimmer. Machst du das, Kerlchen? Kerlchen, würde mich glücklich machen. Natürlich, Monsieur. Ein amerikanisches Arschloch. Alles auf Kommen. Kommen. Bei dem Stichwort, wie kann ich da verlieren? Jawohl, Monsieur. Sofort, Monsieur. Hier sind die Würfel. Amerikanische Sachschuch. So, jetzt nehmen wir hier benutzen. Gezinkte Würfel. Los jetzt, ihr weißen Täubchen. Macht's nochmal. Mach's noch einmal, Sam. Play it again, Sam. Ja! Wenn wir laufen, laufen wir. Nochmal! Ja, ja, ja!
Und merci. Danke, dass Sie mit Jacques eine Partie Krapse gespielt haben, Monsieur. Krapse? Mhm. Au reservoir. Was? Gib mir die Würfel! Ich geh noch nicht! Ich setz noch mal! Oh nein! Es gibt eine Limit von 3 Gewinnrunden pro Spieler. Regel des Hauses, verstehen Sie? Hier sind Ihre Gewinne. Bonne nuit, gute Nacht und noch viel Glück. Aber davon habe ich noch nie gehört. Ach, wissen Sie, das hängt mit unserer Politik zusammen, den Tisch auch mit jenen Seelen zu teilen, die unglücklicher und glückloser sind. Natürlich steht es Ihnen frei, wiederzukommen. Später. Amerikanisches Arschloch. Also mit anderen Worten, Gewinnen ist hier nicht angesagt. Pass auf, können hier irgendwie... Wir dürfen nicht spielen, benutzen. Andere, ich will hier zocken. Seht ihr noch irgendwo ein Dildo, Freunde? Brauchen wir auf jeden Fall noch ein Dildo. Blackjack können wir auch nicht spielen. Ja, diese Blackjack-Tische sehen einladend aus, aber du hast in Lost Wages schon genug Blackjack gespielt. Nachzusehen in Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Mhm. Erhältlich in Sierras Leisure Suit Larry Collectors Edition in allen besseren Softwarehäusern. Okay. Was ist das? Okay, das ist hier. Disco-Kugeln, Disco ist in, Disco lebt, sagt Larry immer. Disco wird nie untergehen. Mhm. Wenn es einen Gott gibt, dann geht sie unter. Okay. Also irgendwas, die Leute, fehlt uns noch, ne? Und, Können wir noch mal bei... Oder wo müssen wir noch mal? Wir müssen... Das Ding ist, ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr genau. Hallo, Baby. Bin wieder da! Ja, ja. Das sind sie. Liebesmeister, okay, andere. Das ist die Peitsche. Was ist das? Das ist einfach nur Tetendinge. Hamsterkäfig. Können wir die nehmen? Wir können nichts nehmen, ne? Batterie können wir nicht benutzen. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Victorian. Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Warte mal, die Sahne. Können wir die Sahne wenden? Moment, ja, guten Tag, Baby, wir sind's doch mal. Bin wieder da. Genau. Das sind sie. Ja, die Sahne. Schlagsahne. Klein Larry liebt Schlagsahne. Ja. Das ist, nee, können wir auch nicht nehmen. Oder hier, dann nehmen, essen. Essen. Ja. Und nehmen. Das nehmen schon wieder weg. Ja, da. Das nehmen? Machst du Witze? Mit den meisten Sachen kannst du einen Dreck anfangen. Okay. Na gut, dann gehen wir tatsächlich. Dann weiß ich es echt nicht. Achtung bitte, eine Durchsage. Nach einer erfolgreichen nächtlichen Neuverkabelungsaktion ist der Liebesmeister 2000 wieder geöffnet und bereit zur Liebe. Okay. So, da können wir aktuell, wir können ja nochmal hier zu Vicky. Wir müssen natürlich dann entsprechend unseren... Oh, ein Dildo! Yeah, baby! Uns fehlen noch 3 Stück, Freunde. Dann haben wir sie alle klar gemacht. Geile Sache, das. Ist der Clown? Pass mal auf. Genau, wir müssen... Hallo, Dick. Was hast du denn so an Badehosen da? Wo habe ich das bloß schon mal gehört? Ja. So, pass mal auf. Oh, was ist das? Die Riesenerektion? Das ist alles, was von Drews Riesenerektion übrig geblieben ist. Können wir die übernehmen? Von meiner auch. Das kriegen wir wieder hin, Larry. Pass mal auf. Dann quatsche mal mit Drew. Sich unterhalten. Hallo, Drew. Würfelst du gerade schwer? Das klingt irgendwie komisch, wenn es von einem Typ in einer Elefantenscharmkapsel kommt. Trink, Das sind die Überreste von Drews Riesenerektion. Ich hätte gerne... Und von mir. Können wir nicht die nehmen? Trinken? Das willst du also trinken? Ja. Wirst du aber nicht. Okay. Können wir das nehmen?
nimmst dir ja einiges heraus, Larry. Ja. Aber das da nimmst du nicht. Okay, das können wir das nehmen? Soll ich dir etwas von der Sonnencreme auf den Rücken schmieren, Drew? Nein, ich habe gerade welche aufgetragen. Schade, dass du zu spät dran bist. Ja. War gar nicht so leicht, sie unten am Rücken zu verteilen. Haben wir schon. Ja, Laptop. Drews Laptop überhitzt gerade. Er braucht wohl einen dieser neuen Niederspannungschips. Wer hat denn gesagt, dass die Hitze vom Computer kommt? Soll ich deinen Laptop neu aufladen? Oh, danke, das ist nicht nötig. Der Strom fließt noch fleißig. Oh, bei mir fließt auch so einiges. Das können wir nochmal benutzen. Nee, okay. Dann gehen wir mal wieder. Und zwar jetzt raus aus der Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und naja, geht's auf jeden Fall immer noch gut zur Sache und wir schauen mal, was wir so weiter machen. Nächste Folge habe ich was Spezielleres vor und das gucken wir dann aber in der nächsten Folge. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch vergangen, ciao, seid euer Speak in 45. Nackt.